So, hallo Colin und alle anderen, die zuschauen. Wir haben jetzt leider ein kleines Problem, denn ich habe gerade 2 Stunden gespielt und dann ist mein OBS gecrashed, was dazu geführt hat oder dazu führt, dass ich leider sehr viel verloren habe. Nämlich einige Tage, ich sag mal 23. Wir waren bei Tag 7 das letzte Mal, oder? Das ist ziemlich blöd, denn wir haben dieses ganze Ding mit diesen Londonern jetzt nicht mehr, wie sich dort die Geschichte eigentlich abspielt. Ich wollte eigentlich schon aufgeben, aber jetzt kam ich dahinter, dass es doch eigentlich gar nicht so schlecht ist, denn dann nimmt es nicht die ganze Entdeckung dieser Geschichte weg. Das heißt, das ist jetzt praktisch Video 3 von 3. Und es gibt kein Video 2 von 3, weil man kann den MPEG-Stream mit variabler Bitrate leider nicht mehr reparieren. Beziehungsweise man kann ihn nicht so reparieren, dass er so aussieht, sondern da sind halt viele Informationen verloren dann. Ich erzähle trotzdem mal, was ungefähr passiert ist. Es gibt hier, wie ihr so seht, ganz viele Orte, die ich dann auch besucht habe. Da waren überall irgendwelche Events. Das mit den Londoner haben wir gelöst und ich habe, wie mir sozusagen befohlen, das Glaubensszenario gespielt. Jo. Was ist das? Stahlwerk? Achso, ja, braucht jetzt keiner. Wir haben alles an Ressourcen voll, was man sich vorstellen kann. Ich war dort einigermaßen erfolgreich. Die hat immer noch den Tipp, wo sich Londoner versammeln. Dabei hat sich die Geschichte mit den Londonern schon erledigt. Einige Londoner wurden denunziert und überzeugt. Okay, also das Spiel ist vielleicht doch noch nicht ganz bugfrei, aber es stürzt wenigstens nicht total ab. Wir haben hier nichts mehr, wo wir hingehen können. Das ist ein bisschen blöd. Oh. Transport und Flüchtlinge, sehr gut. Das ist ein bisschen schade. Wir werden auch diesen Spähtrupp auflösen. Wir haben eine neue Forschung. Dampfzentrum Reichweite machen wir mal. Ich glaube, ich werde noch ein paar Lagerorte, das kann man abreißen lassen. Noch ein paar Lagerorte bauen. Sehr schön, hat sich schon erforscht. Neu. Dampfzentrum Effizienz. Oh, was will der? Sir, eine Frau möchte Sie sehen. Sie behauptet, sie habe Beweise gegen einen unserer Geistlichen. Also, vielleicht stimmt es. Ich meine, ich war jetzt die ganze Zeit dabei, aber euch ist es nicht klar. Ich habe einige Gebäude gebaut, die man halt so baut, sowas wie Tempel oder Kirchen oder was auch immer. Und wir können auch gleich in den Forschungsbaum schauen. Und jetzt passieren hier natürlich lauter Sachen, die ich selber noch nicht kenne, weil ich ja Gläubige noch gar nicht durchgespielt habe. Also, Sir, eine Frau, mit der Sie sehen, behauptet, sie habe Beweise gegen einen unserer Geistlichen. Unser Mann beschuldigt sie dagegen der Ketzerei. Sie sind meine einzige Hoffnung, weinte Frau. Als ich diesen Schuft anzeigen wollte, haben seine Kollegen mich rausgeworfen. Er erfindet Anschuldigungen, um sich an denen zu rächen, die ihm in die Quere kommen. Sie lügt, ruft der Geistliche. Sie ist eine Ketzerin und alle Ketzer lügen. Die Unzufriedenheit steigt, die Hoffnung sinkt. Partei für den Geistlichen, Partei für die Frau. Die Frau. Okay, was passiert jetzt? Nichts. Na gut. Also, erstmal, was ist noch alles passiert?
Ich habe einen Zweck gewählt, wie mir befohlen, und zwar Glauben. Und hier gibt es jetzt einige Sachen. Man kann also bauen ein Gebetshaus und dann noch Schreine, und da kann man Abendgebete einführen und einen Tempel bauen und eine Zentrale für Glaubenshüter. Das sind so sozusagen, ich sag mal, Leute, die man dann vorbeischickt und andere Leute wieder auf den rechten Glaubensweg bringen. Im Prinzip auch Leute, die andere verprügeln. Das habe ich dann auch mit diesen Londonern gemacht. Okay. Öffentliche Buße, und was kommt als nächstes? Beschützer der Wahrheit. Der Captain. Kapitän. Der Captain wird den Titel Beschützer der Wahrheit annehmen. Als einziger wird er uns sagen können, was richtig und was falsch ist, und so in unseren Glauben anleiten. Nach Einführung dieses Gesetzes kann. Okay. Neue fähige Worte des Captains. Glaubenshüter Tempel. Jeder Einsatz verringert die Unzufriedenheit stark. Unzufriedenheit steigt. Tja, das ist ein Oxymoron? Ne, keine Ahnung. Oh, was ist eigentlich das hier oben? Kann man noch nicht anklicken. Ich will es auf jeden Fall sehen, weil es brennt so wie die Hölle. Unterzeichnen. Okay. Rohnahrung. Nahrungsmittel, fliegende Jäger. Rohnahrung. Essensration. Das wird abgerissen. Sehr gut. Work is over for today. There's time for harvest and time Flüchtlinge, die zweite Welle. Jeder ist willkommen. 70 Personen, 25 krank, 25 schwer. Egal. Ich würde sagen, jeder ist willkommen. Denn wir haben. Wir können die ganz easy versorgen, denke ich. Aber wir haben nicht mehr genug Wohnungen. Shit. Einwohner. Aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Neue Straßen. Hier. Und hier. Frag mich, wieso die nicht in Unterkünfte gehen, denn eigentlich hat's genug. Ach, also jetzt. So, die waren dann plötzlich gesund, oder was? Kann ich nicht verstehen, muss ich nicht verstehen. Also man sieht schon, das Spiel hat jetzt zu kämpfen. Die Recordings-Tropfen, Tropfen, genau, gehen zeitweise unter 24 Frames die Sekunde. Ich nehme es eh schon nur mit 24 Frames die Sekunde auf. Ja. Ich kann eigentlich trotzdem noch mal so einen Mauerbohrer. Ach ne, kann ich nicht, weil einfach Dampfkerne fehlen. Egal. Okay, es wird heute Nacht kälter. Wir gehen auf die nächsthöhere Dampfstufe. Alles warm, alles warm. Heizungen anmachen, Heizungen an. Okay. Jetzt sind die Heizungen an. Also nicht nur die Heizungen, sondern jetzt ist ja richtige Generatorlevel da. Also, wenn ihr noch die Töne vom letzten Video im Gefühl habt, am Ende kommt jetzt immer mehr so der Kirchenschlag und so weiter. Also das Spiel passt die Umgebung auch ziemlich an, an alles an, was, also was man wählt. Am Ende gibt es ja meistens eine Zusammenfassung. Das fühlt sich das erste Mal sich ziemlich episch
angefühlt, so wenn dann halt, wenn er dann auch so einen Text formuliert, wie man sich eben entschieden hat. Das könnt ihr ja dann sehen am Ende von diesem Video. Vermutlich. Okay, Vollgas. Dampfzentrumseffizienz erforscht. Was kann man noch erforschen? Generatorüberbrückung, Heizkörpereffizienz. Machen wir mal das hier. Und go. Zwölf Kranke immer noch. Die dritte Welle kommt. Oh no. Dritte Kumpel ist hier. Sie sehen kurz vor einem Zusammenbruch. Über der Reise und Pflegeschwerkram. Okay, okay. Wir haben so, also, vielleicht noch kurz zur Erklärung. Es gab nach diesem Londoner kommen jetzt so Flüchtlingswellen. Und bisher habe ich alle aufgenommen. Aber als ich das erste Mal gespielt habe, war das nicht so ohne weiteres möglich, muss ich jetzt zugeben. Okay. Also die dritte Gruppe von Flüchtlingen ist hier. Sie stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Sie sind von der Reise und der Pflege der Schwerkranken und Verletzten unter ihnen völlig erschöpft. Ihr Anführer Nansen ist nicht bei ihnen. Wir haben so viel wie möglich evakuiert, aber viele, auch Nansen, blieben bei denen, die zu krank für die Reise waren. Der Allmächtige sei uns gnädig. Okay. Sollen wir sie reinlassen? Jedes willkommen. Also 60 Personen kommen, 50 davon schwer krank, betreten und die Unzufriedenheit steigt erheblich. Nur die Gesunden, also nur 10 oder wegschicken. Ich denke, wir können 60 Leute aufnehmen. Etwas zieht herauf. Zuerst können wir selbst sehen, wovor die Flüchtlinge geflohen sind. Der große Frost kommt. Wir müssen uns vorbereiten. Unsere Wissenschaftler sagen, sie können die Stärke des Sturms auf der Grundlage ihrer Beobachtungen berechnen. Sie brauchen nur 1 bis 2 Tage, um ihre Instrumente vorzubereiten. Okay. Tja, dann mal schauen. Was sieht hier hinten? So ein bisschen der Sturm, der sich halt auftut. Ja. Heizkörpereffizienz, neue Forschung. Hier gibt es jetzt bei, in Erkundung, gibt es jetzt nur die Signalstation. 100 von beidem, easy. Am Ende versucht dein Spiel so ein bisschen aus der Reserve zu locken, indem es einfach ein paar Sachen mit irrsinnigen Ressourcenanforderungen macht. Sanitätsstation, kann ich eigentlich auch alle wählen? Nee, gell. Das ist ein bisschen blöd. Muss man es also visuell erkennen und man wird auf jeden Fall ein paar verpassen. Scheiße, das ist gar keine. Okay, die hatte ich offensichtlich schon. Das scheint mir... Oh, die hatte ich auch schon. Komisch. Das hier? Nee, ist ein Haus. Na gut. Kommt hier 800 Kohle wieder. Ich baue einfach irrsinnige Lagerplätze. Ich meine, ich stehe wirklich gut da, was die Ressourcen betrifft, deswegen ist mir das egal. Ich muss aber sagen, das erste Mal, wie gesagt, das erste Mal, als ich das gespielt habe, war das schon eine ziemliche Herausforderung. Ich hätte es jetzt vermutlich auch schwerer einstellen müssen. Thank you.
Das braucht offensichtlich viel Forschungszeit. Oh. Was hier los? Gut, also wir brauchen Häuser. Wir hätten nicht so viel gebraucht, aber vielleicht kommen ja nochmal Flüchtlinge oder sowas. Gut. Ich denke, ich werde auch noch eine weitere Sanitätsstation bauen. Hört ihr die Musik im Hintergrund? Es wird irgendwie immer epischer. Ich glaube, es ist mir das letzte Mal auch aufgefallen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Außerdem ist das natürlich ein hervorragender Ding für Extra-Rationen. Oh, hier ist irgendwas. Schwerer Unfall. Es ist ein Unfall gegeben, der Automaton ist auf einen Menschen getreten, hat ein Bein zerquetscht und ihn für den Rest seines Lebens zum Amputierten gemacht. Die anderen sagen, die Automaten stellen sich langsam und vor sie bewegen. Auch wenn das auf Kosten ihrer Zellen verlangsamt, die Automatone. Nein. Ja, natürlich bleiben die eine Bedrohung. Dürfte halt nicht so nah hingehen, ihr Schmocks. Auf den Sturm vorbereiten. Soll die Witcher wollen. Oha. Generator, wir haben getan, was wir konnten. Oh, ich habe die Mission automatisch geschafft? Nee, oder? Wir haben getan, was wir können. Aber allein können wir unsere Arbeitsplätze und so warm wie die kommende Kälte kann innerhalb von Minuten töten. Also, jetzt mal kurz gucken. Was ist jetzt passiert? Die Forschung ist fertig geworden. Was jetzt dazu führt, dass die den Sturm ganz genau sehen können. Wir sehen, hier kommt der Sturm. Moment mal, was ist eigentlich das hier? Hier sind... Ah, das habe ich jetzt mittendrin verpasst. Das war natürlich dumm. Also, wir müssen zwei Speerteams machen und das natürlich dringend erforschen, was auch immer da ist. Wahrscheinlich ist das irgendwie von den Flüchtlingen irgendwas... Habe ich das einfach übersehen, Mann. Gut. Also was mich ziemlich stört ist, hier kommen keine Dampfkerne. Wahrscheinlich weil ich Shit. Ich würde sagen, wir reißen den Außenposten ab. Und ihr geht einfach dahin und wir bauen hier einen neuen auf, der halt Holz holt. Oh ne, es muss nicht sein. Sein Mann möchte sie, er sagt, seine Tochter sei weggelaufen, nachdem sie ihn nach nicht im Sturm verbreitet. Er möchte dann später schon aus, sie ist ein Kind.
Dieser Mann wird daran gehindert, die Stadt zu verlassen. Die Hoffnung sinkt. 30 Essensrationen werden verbraucht. Rüstet ihn für die Reise auf. Ja, komm. Wir sind ja gnädig. Also mal schauen. Ruft alle Speer zurück. Wir brauchen 3400 Essensrationen. Der Fug. Tja, dann heißt es wohl, dass ich auf jeden Fall noch ein paar dieser fliegenden Jägerdinger baue. Und zwar einige TM. Was? Keine Ressourcen mehr? Was? So. Nochmal ein Dings. So. Und doch nochmal hier und hier hin. Oh, nächste Dampfstufe. Go. Forschung. Angetriebene Speerschlitten. Das bringt alles nicht so richtig. Rohstoffe. Das ist eigentlich auch gut. Nahrung, Gesundheit, Häuser, Wärmedämmung. Okay, das kann man noch machen. Vielleicht ein neues Gesetz, was Sinn macht. Kinderheime, das kann man machen, sehr gut. Listen everyone, new law is signed. Wie blöd, habe ich das etwa vergessen? Heizung anmachen. Duk, duk. Die Hoffnung steigt. Sehr gut. Ah, die sind alle angekommen, ich Idiot. Erforschen. So. Wichtig ist, also der Sturm kommt jetzt hier von rechts und wir sehen, hier sind schon zwei vereist und die sind nicht mehr begehbar und wenn die eigenen Einheiten in diese Richtung gehen, dann sterben die außerdem. Tja, ziemlich blöd sowas, ne? Was? Die Londoner scheinen wohl ein Dauerfeind zu sein, obwohl sie gar nicht mehr relevant sind. Wer 18 sind sicher in die Stadt zurückgekehrt.
Lagermeteor. Lagerkompass. Neue Forschung. Lager Kompass Go. Was ist hier los? Nichts. Neue Forschung. Generatorüberbrückung. Start. Also eigentlich kann man hier aus so so Ding bauen. So Häuser, Gewächshäuser mäßig. Vielleicht hätte ich hungrige Mutter. Unzufriedenheit, Hoffnung sinkt. Ach, easy Unzufriedenheit. Zweck. So, was ist das jetzt? Neuer Glaube. Meine Güte. Hört ihr das? Oh mein Gott. Da ist eine Taube oder irgendwas an meinem Fenster und gerade gegengeflogen. Ich werde mal kurz das andere Fenster zumachen. Mann, Mann, Mann. Einige Ketzer werden sterben, einige Einwohner werden sich gezwungen sehen, dieses Gesetz anzufechten. Einige von ihnen werden sterben. Hoffnung wird nie mehr ein Problem sein. Ein öffentlicher Hinrichtungsplatz wird gebaut. Das kann ich eigentlich nicht mit mir vereinbaren, so ein Schmarrn, aber ich werde es zum Spaß einfach machen. Einwohner randalieren auf den Straßen und verlangen, dass sie ihre Maßnahmen einschließen, sagen, ihre Taten entsprechen nicht dem, wofür unser Glaube steht und dass sie alles Schöne und Reine daran zerstören, um ihnen absolute Herrschaft in ihr Leben zu erlangen. Sie rufen, dass das Wahnsinn sei mit seiner... Ungefähr ein Viertel unserer Einwohner ist entschlossen zu kämpfen, die anderen schweigen. Einwohner werden sterben. Ich habe eigentlich gar kein Hoffnungsproblem. Aber irgendwie wäre es schon witzig, das zu sehen. Komm, ich mache das jetzt einfach nur for the sake of the Erfahrung. So. Unterzeichnen. Los. Cinematic incoming.
Der Tag bricht an, die Straßen sind verlassen. Sie haben ihre Gesetze zumindest einmal erklärt und damit alle, die gegen sie das Ketzer. Einwohner sind gestorben. Die anderen haben ihn. Oh je. Hinrichtungsstätte im Bau. Tja, manche von denen sind wohl. Öffentliche Hinrichtung. Mann. Vielleicht hätte ich doch mal gucken sollen, wie sehr man auch Disziplin missbrauchen kann. Na gut. Generatorüberbrückung wird gebaut, wenn es soweit ist. Richtig zu kämpfen. Ach nee, er hat die Geschwindigkeit nicht angenommen, ich dachte schon. Es ist wieder weniger kalt. Wie sieht es eigentlich mit Dampfstufe 2? Obwohl, nee, sehe ich nicht sofort, weil es braucht ja ein bisschen. Diebstahl und Aufstände. Sir, wir haben das ganze Verbrauch Rohnahrung und Produktionsmittel, Sperrhäuser und so hat sich die Köche Nahrungsmittel stehlen. Was? Wir haben ein Diebe erwischt. Aha, ein Diebe. Sie sagen, sie wollten dafür sorgen, dass ihre Familien abgesichert sind, wenn uns wegen des Sturms die Nahrungsmittel ausgehen. Hinrichten natürlich. Töten. Sieht man da jetzt was? Irgendwas ist erforscht. Ich frage mich, wieso personalisierte Prothesen weniger kosten sollten. Nochmal halt das hier. Okay, also bald ist hier alles he. Halt, da fehlt was. Zack. Oh, es fehlt. Ich brauche noch so eine Küche, Speisehaus. Das sind eh nur Rohstoffdepots. Ich bin halt blöd. Na egal. Oh, die Exekution kann man jetzt sehen. Brutal.
Ergebenheit. Hoffnung ist nie wieder ein Problem. Sowas gibt es bei Disziplin nicht, glaube ich. Trunkene Schwarzseher. Beeinflusst Hoffnung. Ach, schickt sie nach Hause. Können wir wieder jemand exekutieren? Oh. Oh, hier sieht man schon, die Temperatur wird sinken, eine Stufe. Das ist also dann, wenn der Sturm ist. Warten, ich Idiot, erforsche schnell. Was, nochmal Orte? Wie soll ich denn das alles so hinkriegen? Nachteil, Nachteil, Nachteil. Das ist, ich bin einfach nicht mehr aufmerksam genug, weil ich denke, das Spiel wird so... Egal. Neue Forschung. Zusätzliche Speer. Go. Scheiße. Tja. Da ich halt verkackt, einer meiner Dinge ist gestorben. 5 Einwohner sind gestorben, hier steht's. Neue Speer. In der Hoffnung, dass wir auch das hier erreichen. Das ist, kann man nicht mehr erreichen. Da hätte man einfach insgesamt schneller und effektiver spielen müssen noch. Very sad. Oh, 19 obdachlos, das kann natürlich nicht sein. Und go. Prozent. Alles sehr warm noch. Neue Forschung. Meinetwegen auch das. Dann neue. Hä? Oh, es fehlen 50 Arbeiter. Dann machen wir das halt so. Vermutlich verreckt er auch, aber vielleicht kriege ich noch mit, was da ist. Was?
meinetwegen. So, wir müssen jetzt diese zwei installierten Außenposten-Dinger abreißen demnächst. Scheiße, da kommt noch einer. Ah, egal. Speisehaus, Wärmedämmung, meinetwegen auch noch das. Richtung unsere Stadt, genau. Auch Richtung unsere Stadt. Praise our inspired leader. You may retire for the night. Fünf Einwohner sind gestorben. Schade. Nichts weiter zu tun. Nein. Ah ne, okay. Dann weg mit euch. Ich hoffe, ihr kommt noch an. Okay, so, dann haben wir die letzten noch bekommen. Die gehen zurück in die Stadt. Ich denke, die können vor diesem Ding bleiben. Oh, mich hat jemand zum Dota-Spielen eingeladen. Das ist jetzt Pech. Kampf um Volk gestern Abend zwischen ein paar, haltet mich auf dem Laufenden. Unzufriedenheit. So, auflösen. Gibt's hier noch welche? Auflösen. Es wird kälter. Frage schon, wie viel. Nicht genug. Ist es noch warm genug hier? Wie viel Holz haben wir denn gerade? ...1380 Holz. 24. Oh. Ja, das Problem ist ganz einfach. Wir haben nicht genug Lager für das Zeug. Eins, zwei, drei... Auflösen, gut. Das mit dem Holz kriegen wir nicht hin.
Ich meine, ist hier noch dieses Ding, muss halt länger arbeiten. Haben wir hier noch Holz? Wie viel Holz gibt es eigentlich, manche Sachen abzurupfen, zum Beispiel das hier, 12 Holz lohnt sich nicht. Das habe ich bei Disziplin noch nie erlebt. Na gut. Okay, den lösen wir auch noch auf. Praise our inspired leader. You may retire. 1380, das haben wir gleich erreicht. So, was machen wir jetzt noch? Irgendwas erforschen. Na, machen wir das. Jetzt bin ich gespannt, ob dadurch... Oh, jetzt wird es tatsächlich nur noch erträglich. Ja. Work starts. All workers double your effort for our divine leader. Aufrüstung für Sägewerk geforscht. Sehr schön. Oh, warte mal. Hat es überhaupt noch? 88 Bäume, okay. Hier ist die Fabrik. Dann müssen wir mal gucken, dass alle Leute vollends arbeiten können. Das ist 10 Stahl. Geht es schneller? Wir machen einfach 50 Prothesen noch. Ich denke, ich habe hier alles aus der Heilung. Keine Ahnung. Sagt mir alles nicht so zu. Oha, warte mal, was heißt das? Frierend. Tja, Dampfstufe 4.
Weißt du nicht, warum die alle frieren sollen? Warum frieren die? Hä? Macht doch gar keinen Sinn. Warum frieren die? Vor allem, was ist das hier? Stahlwerk. Und vor allem, warum ist es hier oben heiß? Naja, gut. Warum frieren die? Laut Wärmebild ist doch warm. Sturm erreicht die Stadt und tosender Sturm für die Stadt gerade rechts und nachts. Die Kälte wird grausam sein, Jagen ist unmöglich, die Erde treibweise gefrieren, wir werden mit Nahrungsmitteln auskommen, die wir gelagert haben. Stadt muss überleben, genau. Puh, ich denke, jetzt kann ich nicht mehr viel machen, es wird es immer kälter. Die Musik wird halt jetzt dramatischer. Typ meiner Gläubigen hier, ja. Gebäude wurde durch einen Sturm deaktiviert. Einige Londoner wurden denunziert. Das scheint echt ein Bug zu sein. Also die Londoner... Ich werde einfach keine Leute reintun. Ja, ist halt so. Das sind eh nur autonome, Automatone. Ist jetzt halt so. Ich kann es nicht mehr groß ändern. Noch colder. Tja, die Häuser sind noch kühl. Geringes Risiko, krank zu werden. Kohleminenkrise, Sir. Es ist so kalt, dass die hydraulischen Deckstationen kommen, außer wenn die Tunnel einstellen, werden sie unter... Aha. Wieso schickt Freiwillige? Es sind Automatone da. Also das hier kenne ich jetzt noch gar nicht. Das war bei Disziplin, kam es nicht zu diesem Vorfall. Funktionsfähig, ganz easy. 30 Einwohner sind gestorben, warum? Weil man die da hingeschickt hat oder was? Wie lächerlich. Man hätte die ja gar nicht schicken müssen, weil das sind eben Roboter dort.
16 frieren und warum? Was ist das hier? Gar keinen Grund dafür. So. Mein Scheißegal. Wir haben genug Ressourcen. Es ist eigentlich noch passabel warm, also ich würde mich dort wohlfühlen. Jetzt wird's halt kalt. Mittleres Risiko, krank zu werden. Tja, dann werden halt ein paar krank. Einen Tag muss es noch so gehen. Was ist das hier? Letzte Sorge ist ja eine Gruppe und so. Wie viel ignoriert und wollte die Minentunnel trotzdem frei. Keiner von ihnen hat überlebt, aber sie haben es geschafft, die restlichen Schützen zu ersetzen. Die Minen sind jetzt sicher. Wir haben eine Nachricht hier. Der Tod unserer Söhne und Töchter soll nicht umsonst gewinnen. Wir sorgen dafür, dass die Minen in Betrieb bleiben. Führen sie die Stadt durch den Sturm. Es kommt 30 Jahre, haben ihr Leben gegeben, damit die Minen in Betrieb bleiben. Religioten sind das. Naja, wir werden ihnen Ehre erweisen. Tja. Ich muss sagen, dieses Religiöse wirkt irgendwie einfacher wie die Disziplin. Aber es kann auch nur sein, dass ich mich da jetzt täusche. Weil ich Disziplin halt ganz am Anfang gespielt habe. Ja, was? Tipp einer Gläubigen? Ja, ja. Da hätten wir auch machen können, nicht mehr anzeigen oder sowas. Oh, gestohlene Vorräte, das ist okay. Also ich habe keine Forschung, aber ich habe euch auch wirklich nichts mehr zu geben. Ist alles sinnlos. Tja. Overdrive. Easy. Easy minus 120 Grad. So, einer unserer Ingenieure kam leichenblass hier. Ich habe mit den neuen Daten berechnet, der Sturm wird noch ein paar Tagen vorüber sein, aber die Temperatur wird direkt vor seinem Ablauf dramatisch singen. Nichts anderes für solche, keine Panik breitet sich aus. Wir verlieren jede Hoffnung. Ist doch kein Problem. Es gibt gar keine Hoffnung mehr. Solche Anfänger. Außerdem ist es doch kühl. Also kühl ist doch okay. Minus 120 Grad. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Was ist jetzt?
Arbeitsweise, einer der Gruppe Einwohner, die in diesem Arbeitsverspäter. Sie sagen, sie wollen den letzten Stunden befehligen. Was sollen wir tun? Zwingt sie zu arbeiten? Ja. Geht zu euren Familien. Wir haben genug Essen. Komm, was erforscht man noch Sinnloses? Das hier zum Beispiel. Wie sieht es eigentlich draußen aus? Oh, während dem Sturm kann man nicht rauszoomen. Der Generator ist auf Overdrive und kann irgendwann explodieren. Ja, noch mehr an, weil aber das verlassen. Sie sind völlig verängstigt. Viele von ihnen glauben nicht, dass wir es schaffen. Dieses Mal haben sie sämtliche Mittel an den Arbeitsplatz Werkstatt geweiht. Lass sie nach Hause gehen. Ist wurscht. Der Mann, der auf die Suche nach seiner Tochter gegangen war, ist zurück und er hat sie mitgebracht. Das ist ja der, ich weiß gar nicht, ob er euch daran erinnert oder ob das in dem Spiel davor war, der wollte 30 Nahrungsrationen und ist raus. Er sagte, fand sie schon kurz nach seinem Aufbruch. Aber dann verirrten sie sich. Oh mein Gott. Jedenfalls, bei minus 120 Grad hat er die draußen, was? 4, 5, 6, 7 Tage hierher gebracht? Tja, ich muss sagen, das glaube ich nicht. Okay, der Generator wird bei hier 94% wird bei 100% explodieren. Ja, ja, passt schon. Overdrive aus. Panik, was noch mehr Einwohner zwingt. Lass sie zu Hause bleiben. Ja, schon wurscht. Es ist sehr kalt hier. Ja, das ist halt leider jetzt so erstmal. Ich mach den Generator wieder an. Um 0 Uhr. Nichts mehr machen. Das ist das Maximum. 42 sind schwer krank. Tja, dann. Minus 150 Grad. Das ist halt insane. Der Sturm endet. So. Der Wind legt sich in die Türme, steigt wieder. Der Gespenst senkt sich über die Stadt und... Oh, es wird immer wärmer. Schnell den Overdrive ausmachen.
Wir haben überlebt. Ich muss sagen, der Text am Ende war jetzt ziemlich gut, weil bei Disziplin war das mehr so aufbauend und das war jetzt so düster wahrscheinlich, weil ich halt wirklich bis an die Grenze des Glaubens gegangen bin. Tja, also diese Texte am Ende adaptieren sich nach dem, was man wie baut und man sieht halt Screenshots an jeder Stunde von seiner Stadt, die halt nachgerendert sind und so. Ja. Also, es ist eigentlich ein ganz cooles Spiel. Die Herausforderung kann natürlich schwerer eingestellt werden. Wir waren ein bisschen leichter jetzt als der Durchschnitt. Und man hat schon gesehen, also wenn man es mal schafft, am Anfang über die schwersten Runden zu kommen und seine Ressourcenversorgung, naja, früh relativ gut ausbaut, dann ist das Spiel eigentlich nie mehr so schwierig. Aber jedenfalls, diese Szenarien, die sind, also diese drei Szenarien, die es gibt, die sind ziemlich gut gemacht, finde ich. Es gibt auch für jedes der Szenarien unterschiedliche, also die ganzen Texte und Bilder und auch Zwischenszenen sind zwar bei den zwei weiteren Szenarien nicht ganz so hochwertig wie bei der Hauptgeschichte, aber doch ziemlich gut und vor allem sehr stimmig zur Geschichte. Also das ist schon echt okay, das Spiel. Ja. Die anderen, also Ein neues Zuhause ist die Hauptgeschichte und man muss dort den Sturm überleben. Bei die Archen spielt, also Ein neues Zuhause spielt offensichtlich in London. Vermutlich ist 11-Bit, also das Studio, das das Spiel gemacht hat, auch aus der Region, schätze ich mal. Jedenfalls, weil die Sprecher klingen ziemlich nach London und Co. Jedenfalls ist es so, dass man bei den Archen in den USA spielt, dass sie den Sturm praktisch vorhergesehen haben und damit man eine völlig autonome Stadt bauen muss mit Technologie und dann praktisch Saatgut beschützen muss. Und bei die Flüchtlinge handelt es sich darum, dass halt die in der Gesellschaft besser Situierten halt eigentlich wohin fliehen wollten, aber damit man hier arme Leute oder einfaches Volk spielt. Und dieses einfache Volk versucht an der Stelle oder nimmt an der Stelle den Reichen halt diesen Reaktor weg und es kommt dann am Ende zum Konflikt. Und beide Szenarien haben, also das dritte vor allem, hat dann auch wieder ziemliche Tiefe, weil man halt an dem Plot merkt,
erstmal, wie eigentlich die Einstellungen der der verschiedenen Leute sind und kommt halt dann drauf, warum welche Partei halt wie handelt und so weiter. Genau, es werden dann auch noch neue Gebäude, die nur für die Missionen jeweils nötig sind, eingeführt. Wie zum Beispiel bewachte, also dort, wo man die Außenmissionen machen konnte, dort eine bewachte Schnittstelle praktisch zur Außenwelt, sodass man Angriffe standhält und so weiter. Also, und ich bin sehr gespannt auf die vierte Mission. Die werde ich auf jeden Fall auch spielen, alleine nur, um halt die Geschichte zu erleben. Und ich kann nur empfehlen, wenn man sich dieses jetzt gibt, das Spiel, sollte man sich die einzelnen Punkte ordentlich durchlesen, denn die werden später im Spiel sehr häufig wieder referenziert und dann hat man halt eine Ahnung, um was es dort jetzt gerade ging oder so. Gut, das war es jetzt dann von mir. Zurück, verlassen. Auf Wiedersehen.